Ich freue mich so sehr. Ach, das ist immer so schön. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Video. Es ist noch super früh am Tag. Achso, die Rollos sind noch unten. Auf jeden Fall ist es draußen sogar noch dunkel, aber ich habe mich jetzt schon fertig gemacht. Und ich treffe mich gleich mit meiner besten Freundin Natalie. Ich freue mich so sehr auf sie. Ja, wir wollen uns mal wieder sehen, so ein bisschen quatschen und so. Und ja, ich freue mich mega darauf. Ich freue mich immer so sehr, wenn wir uns sehen. Und auch wenn wir uns als Familie treffen, also mit ihren beiden Kids und ihrem Mann und meinem Mann und unserem Hund und so. Also das ist immer eine mega schöne Zeit und die Zeit geht auch immer viel zu schnell vorbei. Ich werde dort, wo wir uns treffen, also im Café jetzt nicht vloggen, weil da natürlich auch noch viele andere Leute sind und ja, ich möchte da nicht die anderen Leute auch einblenden. Aber ich werde euch bestimmt so ein bisschen zeigen, was es so zu essen gibt und ich werde euch bestimmt auch Natalie zeigen. Ich denke auch, wir werden so eine kleine Insta-Story dann für euch machen, wobei die ja dann eh schon offline ist, wenn ihr dieses Video hier seht. Aber ich bin auf Instagram in den Stories sehr aktiv, also hier blende ich euch mal meinen Namen ein. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und da habt ihr quasi noch ein paar mehr Vlogs von mir, weil ich euch da im Alltag auch immer wieder mitnehme. Ich habe das Gefühl, dass mein Bauch heute über Nacht gewachsen ist. Schaut euch mal die Kugel an mittlerweile. Das ist echt crazy. Ja, ich bin jetzt bei ungefähr der Halbzeit der Schwangerschaft und was ist mit meinem Fokus los? Und ich bin auch sehr gespannt, wo der Bauch hin möchte und wie groß er wird. Und ja, das ist ja bei jedem immer so ein bisschen anders und auch jede Schwangerschaft ist anders. Jeder Bauch wächst anders, jedes Kind wächst anders und ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich heute auch wieder vlogge und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Café wieder. Bis gleich. So, ich bin jetzt schon da und warte jetzt im Auto auf meine Maus. Ich freue mich so sehr. Ach, das ist immer so schön, sich mit ihr zu treffen und zu quatschen und ja, wir haben immer dann eine ganz, ganz schöne Zeit. Und ich zeige euch jetzt gleich, was wir so futtern und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mächtig, mächtig Hunger. Also ja, Gott sei Dank gibt es Buffet. Hey Leute, einige Stunden später und ich bin wieder zu Hause und ich habe euch keine Fotos vom Brunch eingeblendet, beziehungsweise keine Aufnahmen und es gab auch keine Insta-Story, denn wir haben uns heute gar nicht getroffen. Ich habe gewartet und gewartet und dachte mir so, okay, ein paar Minuten zu spät, ist da kein Thema und so, ist bestimmt wegen den Kids, dass da irgendwie eine Verzögerung gab. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet und dann habe ich nochmal geguckt, um wie viel Uhr wir uns treffen wollten. Hat gepasst und dann gehe ich nochmal ein paar Zahlen höher und merke, dass ich mich um eine Woche vertan habe. Mann! Ja, also wir treffen uns nächste Woche, aber da werde ich ja auch weiter vloggen, deswegen werdet ihr dann da von mir einen Vlog mit ihr bekommen. Ja, ich war dann natürlich super hungrig, weil ich mich voll aufs Buffet gefreut habe. Bin dann noch schnell zum Bäcker gegangen, habe mir was gekauft. Dann war ich noch bei Müller, habe ein paar Kleinigkeiten mitgenommen, also nur so Weihnachtssüßigkeiten. Und dann war ich noch auf der Arbeit und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ja. Und ja, Basu turnt hier auch schon rum. Der Postbote hat geklingelt und hat einige Pakete gebracht. Ich zeige euch jetzt mal, was da so drin ist. Das habe ich alles selbst gekauft, also es sind keine Kooperationen. Ja, aber ich habe bei so ein paar Angeboten einfach zuschlagen müssen. Und wir packen das jetzt mal gemeinsam aus. Und ich würde sagen, ich fange mit diesem Kartönchen hier an. So, also ich habe das jetzt mal aufgeschnitten. Und da ist, das habe ich euch schon gestern, vorgestern in einem Video erzählt, eine neue Yankee Candle drin. Und zwar habe ich mir so einen Weihnachtsduft gekauft. Der war nämlich auch reduziert. Oh, mit einer Hand ist das etwas schwierig. So. Oh nein, jetzt muss ich das auch noch aufschneiden. Ich schneide das mal kurz auf und dann zeige ich euch, welche Kerze da drin ist. Also die Kerzen, die ich bei Amazon bestelle von Yankee Candles, sind immer sehr gut verpackt. Ich weiß nicht, ob das generell so ist, egal wo ihr die Kerzen bestellt oder ob das bei Amazon irgendwie im Lager oder so ist. Und zwar habe ich mir, also die Farbe ist ja schon mal mega cool. Und zwar Snowflake Cookie, den Duft hatte ich schon als kleine Tarte. Und jetzt habe ich die große Kerze, ich finde die so schön. Und bei uns steht ja immer eine Yankee Candle auf dem Kamin. Und die, die ich euch
die letzten Tage gezeigt habe. Die ist jetzt auch schon zur Hälfte oder so abgebrannt. Also ich glaube, die hält noch ein paar Tage, vielleicht so eineinhalb Wochen. Und dann ist es Zeit für Snowflake Cookie. Ich werde mir aber auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal ein Glas bestellen mit so einem richtigen Weihnachtsduft, der so ganz doll nach Zimt oder so riecht, dass wir für die Festtage dann so einen ja, typischen Weihnachtsduft dann auch brennen haben. Und der wird jetzt in der Adventszeit angebrannt. Da freue ich mich schon, der riecht so mega gut. Total süß und so leicht nach Gebäck. Und ach, das ist wirklich ein toller Duft. Und ich finde bei Yankee Candle diese Schilder immer so schön. Also die Bilder sind einfach traumhaft. Am liebsten würde ich mir alle Gläser aufheben, nur wegen diesen Bildern. Mache ich natürlich nicht. Ne? Ich bin nicht so ein kleiner Messi, der dann alle Gläser, die einem nichts mehr bringen, aufheben muss. Ja, aber ich freue mich echt schon drauf. Ja, das ist übrigens aus dieser Festive Collection. Da gibt es ja so verschiedene, je nach Jahreszeit. Ich freue mich echt schon drauf. So, dann habe ich das nächste Paket von Amazon aufgemacht. Und zwar habe ich euch hier, oh nein, ich sehe schon, irgendwas ist da bestimmt kaputt. Habe ich euch ja erzählt, dass ich bei Kik und bei Teddy nach Weihnachtsdeko geguckt habe, beziehungsweise nach Kleinigkeiten, die wir noch an den Baum hängen können. Und ich habe bei Amazon mega günstig so ein fettes Set mit, ich glaube 100 oder 150, nee 100, 100 Kugeln gefunden in verschiedenen Größen. Und wir haben ja Silber und Anthrazit und Weiß und so am Baum. Und ich fand die kleinen auch voll schön und die mit Glitzer. Also da ist anscheinend nichts kaputt, das ist nur der Glitzer, der sich hier überall verteilt. Oh ja, cool, jetzt glitzere ich auch schon. Ja, und das war so ultra günstig für 100 Kugeln. Die sind natürlich aus Plastik, also jetzt nicht Glas, was ja mit Hund und nächstes Jahr mit Baby dann auch sicherer ist. Und die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben, verlinke ich euch mal, falls ihr auch noch auf der Suche seid nach schönen Kugeln, die sehr günstig sind und ja, unterschiedliches Design haben. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Leute, schaut mal, es ist auch so eingepackt mit so einem Griff und das könnt ihr dann da wieder reinpacken nach Weihnachten. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Oh, ihr seht mich hier oben. Yay, in meinem Jogging-Outfit. finde ich eine sehr coole Idee, weil man die dann gleich wieder gut aufgeräumt hat, beziehungsweise weiß, wo man die dann wieder hinpacken kann. Ja, und da freue ich mich schon drauf, wenn wir den Baum dekorieren. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir euch da mitnehmen sollen, wenn wir den Baum dekorieren, oder ob euch das eher weniger interessiert. Und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, nehmen wir euch dann mit oder auch nicht. In dem Karton von Protein Project war der Adventskalender drin. Und zwar ist er nicht für mich, sondern für meinen Mann. Der bekommt jedes Jahr eigentlich so einen gesünderen Adventskalender. Einfach so mit verschiedenen Fitness-Sachen. Letztes Jahr habe ich den von Rocker für ihn bestellt. Und dieses Jahr habe ich den hier mal von 1PP, also Protein Project. Und ich schaue da jetzt mal rein. Ich glaube, das sind so einzelne Päckchen. Da muss ich noch schauen, dass ich das in so ein Körbchen packe oder so. Und das möchte ich jetzt auch einfach mal vorbereiten. Und jetzt spitze ich da erstmal rein. Also ich glaube, ich könnte Glück haben und kann das einfach so dann hinstellen. Ich muss jetzt mal gemeinsam mit euch gucken, wie die Päckchen innen drin aussehen. So, also Sale gibt es auch bei Protein Project. Oh, wie cool. Boah, das ist ja echt mega cool. Ich dachte nicht, dass die so groß sind, die Päckchen. Okay, also das ist schon mega, das ist doch echt mega cool. Aber ich glaube, das werde ich dann doch in so einen, ach, das ist ja echt geil. Sorry für den Ausdruck. 23, ach Gott, das finde ich ja voll schön. Also das werde ich dann doch in so ein Körbchen packen. Was ist das hier? Die 6 Nikolaus. Ich glaube, das ist ein Shaker oder so. Also die Päckchen sind ja echt voll groß. Letztes Jahr bei Rocker waren das immer oder meistens so kleine Proben oder so kleine Riegel. Aber da sieht es echt so aus, als sind einige größere Sachen dabei. Auch das hier, die 16, dafür, dass es nicht Weihnachten oder Nikolaus ist, finde ich, ist das echt cool. Falls ich den Kalender noch finde, jetzt ist ja schon der 1.12. vorbei, wenn ihr dieses Video seht, dann gibt es den vielleicht noch mit Rabatt irgendwo online, dann verlinke ich euch den mal, falls ich den noch finde. Ja, das werde ich dann auf jeden Fall in so ein Körbchen packen, muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe noch so ein weißes von der Hochzeit, da passt das vielleicht gut rein. Und da werde ich eine Lichterkette noch reinmachen und vielleicht ein paar Kugeln. Ich habe jetzt viele neue Kugeln. Ja, mal schauen, aber da nehme ich euch auch mit. Ich weiß noch nicht, ob ich das heute mache, aber ich habe es eigentlich vor. Und jetzt kommt das Paket, auf das ich mich am meisten freue, denn das ist der Adventskalender für mich, von mir. Ja, ich habe mich selbst beschenkt mit einem Adventskalender und ja, den werden wir auch jetzt mal auspacken. Und wir haben auch noch Adventskalender geschenkt bekommen und zwar zwei mit Schokolade.
Und zwei mit Süßigkeiten noch. Die werde ich euch auch noch zeigen. Und unser Hund hat natürlich auch einen Adventskalender. Bekommt er auch jedes Jahr. Weil er soll nicht zugucken müssen, wenn wir morgens was auspacken vom Adventskalender. Und dann bekommt er auch was. Und der riecht schon, dass da eben seine Leckerlis drin sind. Und ja, wartet schon jeden Abend, ob er da was bekommen kann. Aber erst am 1.12. Also wenn ihr dieses Video seht, dann hat er schon ein paar Tage was bekommen. Ja, jetzt packe ich noch meinen Kalender aus und den zeige ich euch gleich. Boah, Leute, ist das mein Adventskalender oder was? Der ist riesig. Schaut mal meine Hand an. Der ist voll groß. Und zwar ist es dieser Adventskalender von Brand News in Kooperation mit Sally, also von Sallys Tortenwelt. Die werdet ihr bestimmt alle kennen. Und ja, ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich habe kein Unboxing angeguckt, weil ich persönlich mag das nicht, wenn ich vorher schon weiß, was da drin ist. Ich schaue auch nicht auf die Rückseite für den Fall, dass es da abgedruckt ist. Ich bin da einfach wie so ein kleines Kind. Ich möchte mir die Überraschung nicht nehmen lassen. Und ja, egal wie alt ich bin, ich brauche immer einen Adventskalender. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir für unser Baby einen Adventskalender nächstes Jahr machen können. Da werde ich auf jeden Fall einen basteln. Und vielleicht mache ich ja nächstes Jahr wieder Vlogmas und dann seht ihr den dann. Aber ich freue mich echt mega über den. Vor allem, ich habe so einen mega fetten Adventskalender und mein Mann bekommt hier den. Aber der ist ja wohl auch cool. Außerdem schenke ich ihm den. Ja, und den hier habe ich mir selbst gekauft. Aber ich freue mich. Und da sind so Sachen für die Küche drin, also irgendwelche Zutaten oder so. Da profitiert ja mein Mann dann auch wieder davon, ne? Weil ich koche das ja und backe das ja nicht nur für mich. Ja, ich brauche mal so ein paar Argumente, um mir das Ganze dann wieder schön zu reden. Wer kennt's? Wenn ich jetzt schon dabei bin, zeige ich euch auch gleich noch die anderen Kalender, die wir haben. Und zwar einmal der von Nim 2. Da sind verschiedene Nim 2 Produkte drin. Der ist auch richtig groß und ja, einfach mal was anderes als Schokolade. Außerdem haben wir den hier noch geschenkt bekommen von Chupa Chups. Finde ich auch mega cool. Vor allem, Leute, da ist Hubba Bubba drin. Das sind volle Kindheitserinnerungen. Ja, ich bin echt gespannt, was das alles drin ist. Und Center Shock. Leute, wer kennt Center Shock? Oh mein Gott, da stirbt man fast, wenn man die isst. Und danach findet man die so cool, dass man gleich noch einen essen möchte und wieder fast stirbt dabei, weil die so unglaublich sauer sind. Oh, jetzt dachte ich, die sind schon, haben sich schon verteilt, die Fächer, aber das ist nur Luft. Ja, die beiden haben wir. Da weiß ich noch nicht, welchen ich nehme und welchen mein Mann nimmt. Aber ich glaube, wir wechseln uns da jeden Tag ab, dass jeder von jedem mal ein paar Türchen öffnen kann. Welchen würdet ihr nehmen? Nehmt zwei oder Chupa Chups? Ich habe gerade festgestellt, dass unser Hund zwei Adventskalender hat, weil meine Mama hat ihm den hier gekauft. Da sind so 100 Leckerlis drin. Er hat von uns aber auch einen bekommen. Und jetzt, Leute, ich kann nichts dazu. Wir haben den geschenkt bekommen. Mein Mann hat diesen hier bekommen. Ja, toll. Mein Bauch wird immer dicker und er bekommt hier so eine wunderschöne Frau. Aber ich bekomme auch einen. Und zwar den Chippendales-Kalender. Ja, da ist halt diese Standard-Schokolade drin. Und die erinnert mich immer voll an die Kindheit. Diese einfache Schokolade, die in den typischen Adventskalendern drin ist, erinnert mich mega an die Kindheit. Ich glaube, diese Schokolade gibt es nur in den Kalendern. Die bekommt man nirgendwo so zu kaufen. Das ist der typische Adventskalender-Geschmack, oder? Ja, und last but not least ist das der Adventskalender, den wir für unseren Hund gekauft haben. Und zwar dieser Good Boy Adventskalender. Der sieht mega süß aus, finde ich. Und das sind Fleischleckerchen da drin, weil wir Zucker- und Getreidefrei füttern. Und da passt es halt ganz gut. Das verträgt er auch am besten, so Zucker- und Weizenfrei oder beziehungsweise Getreidefrei. Ja, und der Kalender sieht voll süß aus. Ja, die werde ich jetzt alle aufhängen. Und dazu werde ich die Bilder mit den Cupcakes aus der Küche entfernen und da die aufhängen. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich bin absolut talentfrei, wenn es darum geht, irgendwas aufzuhängen. Das endet bei mir immer in 1000 Löcher in die Wand schlagen und das Bild fällt trotzdem runter. Ja, deswegen versuche ich mir da Mühe zu geben, dass da nichts passiert und dann zeige ich euch gleich die fertige Ecke. Also die Kalender sollen an diese Wand, die Bilder werde ich abnehmen dafür. Und ja, ich bin mal gespannt, dieser Sally-Kalender, den muss ich wahrscheinlich dann hinstellen, weil ich glaube nicht, dass der hält an der Wand, da muss ich höchstens mega Nägel in die Wand hauen und nein, das traue ich mir dann nicht zu. Deswegen ja, werde ich die einfach abnehmen und werde da dann ja irgendwo hinter den Bildern dann die Nägel aufhängen, sodass, falls ich mich ja wieder so anstelle und wieder so viele Nägel in die Wand schlage, dass ich anschließend die Bilder wieder auf die Stelle hängen kann, dass man es nicht so merkt.
Ja, aber das versuche ich jetzt mal. Ich suche jetzt erstmal ein paar Nägel und dann werde ich das mal machen und zeige euch dann das Ergebnis. So, also Leute, ich habe wirklich nicht so viele Löcher in die Wand geschlagen und alle Finger sind auch noch dran. Also hier habe ich jetzt den von Sally hingestellt. Den habe ich jetzt nicht an die Wand gemacht, weil der wirklich super schwer ist. Also den könnte man echt nicht mit so kleinen Nägeln aufhängen. Dann habe ich hier den von dem 2, den Chupa Chups Kalender. Dann übrigens, es ist nicht meine Schuld, dass der Höhenunterschied so ist. Die Nägel sind auf der gleichen Höhe von den Bildern eben, die vorher da waren, aber die Aufhängung ist unterschiedlich hoch, deswegen ja. Und da ist es genau das Gleiche. Dann sind hier unten die aus Schokolade, die habe ich extra nicht aufgehangen, weil wir öfter auch Besuch bekommen mit Kindern und da möchte ich nicht unbedingt, dass sie dann hier so offen stehen. Deswegen habe ich die so hinter und wenn Besuch kommt, dann kann ich die einfach so hinterschieben. Hier vorne habe ich jetzt den für meinen Mann. Ich habe den jetzt doch in dieser Box gelassen. Da werde ich vielleicht noch eine Lichterkette reinpacken. Aber ich fand das einfach schöner mit dem Blau-Weiß, hat gut zusammengepasst. Und dann habe ich es doch nicht in dieses andere Körbchen rein, weil das andere Körbchen wäre auch zu groß gewesen. Und dann, ja, liegen die Pakete so ein bisschen verloren drin. Also ich glaube, ich lasse es so. Und hier drüben haben wir dann noch die Ecke von unserem kleinen Schatz. Und zwar einmal den, der mit Fleisch gefüllt ist, also mit so getrocknetem Fleisch und einmal mit Leckerlis. Ja, und das ist unsere kleine Adventsecke. Ich freue mich echt schon voll auf die Adventszeit. Bitte schreibt mir doch mal, ob ihr auch Adventskalender habt und wenn ja, welchen ihr so habt. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you.